Bitburger 0,0, offizieller Partner der deutschen Triathlon-Nationalmannschaft, wünscht erfrischende Unterhaltung. Die Deutsche Triathlon-Union präsentiert das letzte Rennen der Saison, das Finale der ersten Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga im wunderschönen Binz auf Rügen. Mit Superstars wie Richard Murray und vielen weiteren Top-Favoriten, na klar, wieder Buschütten. Sie haben ja die ersten vier Ligarennen gewonnen und ein prächtiger Rahmen für einen Bilderbuch-Start. On your mark. 15 Herrenteams mit insgesamt 75 Athleten, 5 also pro Team. Die besten 4 kommen in die Wertung hinein. Das Wasser 17 Grad kühl, 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und zum Abschluss dann ein 5-Kilometer-Lauf. Und hier beim Start geht schon einiges schief. Unter anderem für Felix Duchamp mit einem kleinen Frühstart. Das wird sicherlich geahndet werden von den Kampfrichtern. Das sind ja manchmal wirklich nur Bruchteile von Sekunden, aber auch dafür wird das Kampfrichterteam ja mit eingesetzt. Noch Sonnenschein. Aber dann in die erste Wechselzone geht's mehr oder weniger geschlossen. Großer Bahnhof und dann rauf auf die erste Radrunde. 5 Kilometer, eine Runde, 4 gilt es zu absolvieren. Und die Frage, wird es ein Massenrennen oder hat jemand den Mut, hier einen Ausreißerversuch zu starten? Er hat den Mut, Jonas Schomburg, der Mann, der für Rowe Triathlon in der Bundesliga aktiv ist. Er wagt den Angriff und hat auch erst einmal Erfolg. Viele enge Kurven, immer wieder aber auch giftige Anstiege von bis zu 11% und dahinter die Favoriten mit Richard Murray, dem Südafrikaner, der ja schon den Saisonauftakt im Kraichgau gewinnen konnte. Und die vielen, vielen tausend Zuschauer, sie erwarteten eine Attacke des Topstars. Aber vorne Jonas Schomburg und die Jungs vom Rowe Triathlon Team, die ja in der Tabelle vor diesem Rennen noch auf Platz 2 lagen, aber keine Chance eigentlich mehr zu gewinnen. Trotzdem, sie zeigen Mut. Buschütten an 1, dann Rowe Triathlon und Kiolog IQ Team Saar. Das sind die drei auf den Medaillenplätzen vor diesem großen Finale auf Rügen. Und dann der zweite Wechsel. Keine der Attacken erfolgreich, aber plötzlich ganz vorne ein Deutscher, Maximilian Schwelz. Was für ein gutes Finale in dieser zweiten Disziplin von ihm. Und jetzt die Frage, schafft er auch einen schnellen Wechsel? Die Antwort ja, der erste Schuh ist schon an, der zweite auch. Er geht tatsächlich als Führender hier auf die Laufstrecke. Das ist eine Überraschung. Richard Murray dann 8-9 Sekunden dahinter, aber der Südafrikaner ist einfach bärenstark beim Laufen und das zeigt er schon in dieser ersten Runde. 4 Runden, na, jeweils 1,25 Kilometer. Der Regen, er wird immer heftiger, aber die Athleten und Zuschauer halten gemeinsam durch. Wer hat dahinter noch eine Chance? Wir sehen Emil Holm aus Dänemark, 21 Jahre jung. Seine Schwester Anne startet ja in der Bundesliga bei den Damen auch. Und auch Jesus Gomar, gebürtiger Spanier, tritt an für Potsdam, hält zumindest Sichtkontakt zum Topstar, zu Richard Murray, der ja im vergangenen Jahr Vierter bei Olympia in Rio war. Und er krönt seine gute Saison in der ersten Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga mit seinem zweiten Saisonerfolg hier beim Finale. Glückwunsch! Zweiter dann Jesus Gomar, dritter Emil Holm und dann hieß es Prost und wir hören mal rein, was die Sieger zu sagen haben. Ich bin hierher gekommen nach Rügen zu einem völlig neuen Ort. Ich war noch nie an der Ostsee und ich war wirklich begeistert. Na klar, das Wetter war schwierig, aber es ist ein ganz, ganz tolles Rennen gewesen und hat richtig Spaß gemacht, obwohl ich viele Rennen in den letzten Wochen hatte. Das war schon eine große Freude. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Rennen. Es war wirklich sehr kalt und es war auch sehr hart. Das Wetter im Allgemeinen war wirklich wechselhaft, aber ich bin sehr glücklich mit meinem zweiten Platz. Und dann die Siegerehrung. Wir sagen Danke an die Athleten für eine spektakuläre, für eine tolle Saison 2017, die ja im Kraichgau begann. Dann ging es nach Münster, dann in Tübingen das Rennen, dann in Grimma und nun also der Abschluss hier auf Rügen. Zum allerersten Mal an der Ostsee ein Bundesliga-Rennen in seiner 22-jährigen Geschichte, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal, denn das war ein echtes Spektakel. Die Tageswertung und auch die Gesamtwertung identisch. Buschütten erneut deutscher Meister zum 6. Mal in Serie. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und das ist das Finale 2017. Hier in Binz, also Buschütten vor dem Rowe Triathlon Team und dem Kiolog IQ Team Saar. Und das ist dann auch die Reihenfolge auf den ersten drei Plätzen in der Gesamtwertung. Wir sagen Danke an alle Teams und freuen uns jetzt schon auf eine spektakuläre Saison 2018.